Guten Morgen, ich darf Sie alle zum Tax Freedom Day 2018 begrüßen. Mein Name ist Christoph Kovacic, ich bin von der Jungen Wirtschaft Steiermark. Neben mir sitzt der Herr Alfred Freiberger von der Jungen Industrie. Guten Morgen. Die Barbara Kolm, die Präsidentin des Hayek-Institutes, werden wir über Skype dazuschalten. Auch sie begrüßt Sie sehr herzlich. Ja, der Tax Freedom Day 2018. Also, was positiv ist, wir haben wieder 3 Tage dazu gewonnen. Das heißt im Prinzip, wir arbeiten jetzt um 3 Tage kürzer, um die Steuerlast, die es in Österreich gibt, abzuarbeiten. Ich möchte aber mit der Methodik beginnen und das wird die Frau Barbara Kolm uns eben via Skype erklären. Bitte schön. Guten Morgen. Morgen. Sorry, aber ich zeige nur ganz kurz nochmal die Runde. Das sind die Pressevertreter. Und guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Darf ich jetzt bitten, Frau Doktor, dass Sie uns den Tax Freedom Day erklären? Nein, ganz kurz, ja. Wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht dieser Steiermark sein kann. Aber unterwegs. Daher darf ich einmal ganz kurz den Überblick geben. Wir werden seit fast 10 Jahren jedes Jahr den Tax Freedom Day in der Tat nehmen, dann den Durchschnitt Österreicher eigentlich in eigener Tasche. Wichtig ist, dass das aufgrund technischer Probleme bei der Tonübertragung wurde dieser Teil gekürzt. Statements zum Tax Freedom Day von Frau Dr. Kolm und dem Hayek-Institut finden Sie in den Links in der Videobeschreibung. Wir bitten um Verständnis. Danke vielmals, Frau Doktor, an die Medienvertreter hier. Frau Doktor hat mir auch dann noch ihre Handynummer gegeben. Sie ist für jeden von Sie erreichbar, wenn Sie das eine oder andere an Rückfragen haben oder ein Interview dazugeben, die wird es nachher noch austeilen. Und wir sagen mal vielen Dank und ich hoffe, beim nächsten Mal schaffen wir es dann ad personam. Danke und einen schönen Aufenthalt noch in Dali. Wiederhören. Danke sehr. Wiederhören. Danke. Gut, also wir sehen, dass das hat schon bei Wetten, das nicht immer perfekt funktioniert, die Außenwetten. Ja, das ist halt leider technisch, sind wir noch nicht im digitalen Zeitalter so weit, dass das offensichtlich von Italien nach Österreich perfekt übertragen werden kann. Das tut mir leid, dafür entschuldige ich mich. Wie gesagt, wir haben sehr vieles auch in unserer Presseinformation drinnen, von dem, was die Frau Barbara Kolm gesagt hat. Ja, die Konklusion aus dem Ganzen ist aber, dass tatsächlich einfach die Belastungsfrage ist Zukunfts- und Standort entscheidend. Was wir vorher gesagt haben, war 215 Tage arbeitet der durchschnittliche österreichische Steuerzahler für den Staat. Das heißt, Sie haben von uns auch ein paar Münzen auf den Tisch gelegt bekommen. Das soll symbolisch und auch real darstellen, was es bedeutet. Also du hast jetzt sozusagen, Alfred, du kriegst jetzt von mir das sozusagen, was dem Staat zusteht, sind 59 Cent. Und 41 Cent sind die, die wir dann am Ende des Tages haben, die uns übrig bleiben, um damit auch real arbeiten zu können, beziehungsweise um das Geld dann wiederum für diverse Dinge ausgeben zu können. Die Entwicklung des Tax Freedom Days ist positiv, das heißt, wir haben ein paar Tage wieder dazu gewonnen. Laut Statistik, wir waren aber schon weit besser und das ist das Ziel als junge Wirtschaft und junge Industrie. Halbe ist genug, das ist unsere Aussage dahinter. Und dass wir sagen, es kann nicht sein, dass wir da derartig viele Belastungen haben. Es ist ja die Steuerbelastungen, die Sozialversicherung, da fließt ja alles mit rein, was uns da tagtäglich eben belastet. Wir sehen die Steuerleistungen der Einkommensbezieher in Österreich noch einmal, Arbeitnehmer, die Steuern zahlen und Pensionisten, die Steuern zahlen, da kommen wir rund auf 64% und der Rest sind Bezieher von übrigen Einkommen ohne Steuer und dementsprechend, wenn man sich das im OECD-Ländervergleich anschaut, sieht man, dass wir als Österreicher bei Lohn- und Lohnnebenkosten im oberen Drittel sind. Also wir gehören dort zur Spitze. Heißt aber auch automatisch, da wir dort schon zur Spitze gehören, dass wir auch bei den Sozialversicherungen eine relativ hohe Abgabenquote haben und dementsprechend tun wir uns auch schwer, dass wir
auf unser Ziel von halbe-halbe kommen. Tax Freedom Day im Ländervergleich, Deutschland 18. Juli als wesentlicher Faktor, zum Beispiel Österreich eben 4. August. Mache ich die Darstellungsweise auch noch. Die bisherige Darstellungsweise, die wir Ihnen 2017 präsentiert haben, das durchschnittliche Einkommen 52.000 Euro, wäre netto 27.714 Euro, was eben dann am Ende des Tages im Geldbörser übrig bleibt. Viele Abgaben und indirekte Steuern fehlen, aber bei dieser Darstellung, da haben wir kurz einiges aufgeführt, was es noch gibt, unter anderem eben die Flugabgabe, Werbeabgabe, Fremdenverkehrsabgabe und. Also das ist eine Vielzahl an Steuern, die noch dazukommen. Und da gehe ich jetzt drüber. Am Ende des Tages, wenn man das auf netto umlegt und eine Sparquote berücksichtigt, dann sind wir bei 20.218 Euro, die tatsächlich übrig bleiben. Und das ist von einem Arbeitgeber, dem er 52.000 Euro bezahlt, und das bleiben dann am Ende des Tages 20.218 Euro. Ja, wirklich ein eklatanter Unterschied. Und deswegen pochen wir auch Jahr für Jahr darauf, dass sich da eine Entlastung einfach einstellen muss. Die Bundesregierung ist unseres Erachtens am richtigen Weg, aber es gehört noch einiges getan, damit da auch tatsächlich mehr für den österreichischen Steuerzahler übrig bleibt. Gut, ja, danke Christoph. Ich glaube, du hast sehr viele Dinge schon erwähnt. Auch aus unserer Sicht der jungen Industrie ist die Tendenz natürlich eine erfreuliche. Das heißt, wir haben jetzt das zweite Jahr in Folge eine Vorverlegung des Tax Freedom Days. Wir sind aber trotzdem noch relativ weit von dem Ziel, das ins erste Halbjahr zu bringen. Und man hat vorher in der Grafik gesehen, es gibt einige Länder, die durchaus sehr hohe Lebensqualität und sehr schön sind und auch eine gute soziale Sicherheit haben, die das schaffen, das im ersten Halbjahr zu machen. Aus unserer Sicht, und dazu gibt es auch entsprechende Zahlen, ist das in Österreich durchaus möglich, indem man hauptsächlich an der Effizienz schraubt. Das heißt, dass man nicht die Leistungen für die Menschen und die Qualität der Leistungen, die der Staat erbringt, für die Menschen reduziert, sondern dass man die Effizienz des Staates erhöht oder der staatlichen Leistungen. Wenn ich das jetzt als Beispiel bringe, bei uns im Unternehmen, wir produzieren Kältekompressoren und Elektromotoren für Haushaltsgeräte, also klassische Industrie. Wir müssen im Jahr unsere Kosten um in etwa 4% reduzieren, um zu verhindern, dass die Schere zwischen Preiserosion und Lohnkostensteigerungen und anderen Kostensteigerungen, zusätzlichen Steuern etc. Sich relativ schnell schließt. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es das Unternehmen relativ kurz. In der öffentlichen Verwaltung und im staatlichen Sektor ist es leider so, dass man nur eine Tendenz bei den Kosten kennt, nämlich die Tendenz nach oben. Man sagt, im letzten Jahr hat man X gehabt, man rechnet die Inflation drauf. Üblicherweise möchte man dann noch ein bisschen mehr haben und die Kosten gehen immer weiter nach oben. Das bedeutet, dass der staatliche Sektor sich im Verhältnis zum privaten Sektor immer weiter aufbläht. Und um dagegen zu steuern, braucht es von Zeit zu Zeit Strukturreformen. Glücklicherweise hat unsere Regierung das in Angriff genommen oder beabsichtigt das auch, das zu machen. Andererseits bräuchten wir aber auch verstärkt kontinuierliche Verbesserungen. Wir machen das in den Unternehmen. Warum sollte das nicht auch in den staatlichen Bereichen passieren? Dass man einfach Jahr für Jahr schaut, wie kann ich die Produktivität erhöhen? Wie kann ich, ohne jetzt mich zwingend mehr anzustrengen, sondern indem ich einfach ein bisschen mehr nachdenke, die Kosten reduzieren und die Qualität der Leistungen gleichhalten. Das ist sicher der größte Ansatzpunkt, um den Tax Freedom Day ins erste Halbjahr zu bringen, zumindest einmal auf 1. Juli, was unser Ziel ist. Jetzt, wenn man sagt, aus unserer Sicht, was sind die wichtigsten Punkte, die wir da sehen als junge Industrie, was sind unsere Forderungen quasi? Die zielen hauptsächlich darauf ab, dass man den Kuchen größer macht, also dass man nicht diesen Kuchen backen, sondern dass wir den Kuchen da drüben backen, weil dann kann sich der Staat, auch wenn er sich prozentual ein kleineres Stück abschneidet, trotzdem mehr leisten.
Und ein Faktor dafür ist die Reduzierung der für nicht entnommene Gewinne der Körperschaftssteuer auf die Hälfte. Das erleichtert es den Unternehmen, mehr zu investieren und dadurch mehr Arbeitsplätze zu schaffen und insgesamt den Kuchen zu vergrößern. Zweiter wichtiger Punkt ist, die dienstgeberseitigen Lohnnebenkosten zumindest einmal auf deutsches Niveau zu bringen. Das wäre gegenüber momentan in etwa Reduktion von 4% oder in etwa 17% des Gesamtaufkommens. Weitere Punkte sind die Bagatellsteuern. Wir haben da vorher eine unendliche Liste Steuern gesehen, die vielfach hauptsächlich Verwaltung und Komplexität bewirken. Man stellt dann öfter fest, wenn man die Steuer abschafft, gibt es oder reduziert, gibt es in anderen Fällen Effekte, dass sich das Gesamtsteueraufkommen gar nicht reduziert. Eben nochmal das Thema größeren Kuchen backen und damit insgesamt vielleicht sogar einen positiven Effekt haben. Anderes Thema sind diese Steuern, die zur Gegenfinanzierung der letzten Steuerreform eingeführt wurden, 55% ab einem gewissen Einkommen und Ähnliches. Da geht es jetzt im Prinzip nicht um die Steuern, sondern da geht es hauptsächlich um den Standardeffekt und auch welches Signal wir nach außen aussenden. Wenn Österreich in diversen Rankings da als ganz vorne positioniert ist. Zusammenfassend würde ich sagen, wir als junge Industrie versuchen immer das Thema Generationengerechtigkeit ganz, ganz oben zu positionieren und versuchen an dem Thema auch zu arbeiten und das vorwärts zu bringen und das einzufordern. Und da ist natürlich die Abgabenlast, spielt da auch eine besonders große Rolle. Gerade die jungen und jüngeren Menschen wollen sich was aufbauen und wenn, wie wir vorher an dem Beispiel gesehen haben, von 52.000 Euro, die die Unternehmen zahlen, nur 20.000 Euro überbleiben, mit denen die Leute wirklich was tun können, ist das natürlich sehr zweifelhaft, was die Generationengerechtigkeit betrifft. Außerdem wünschen wir uns eine Umschichtung von Ausgaben in Richtung zukunftsorientierte Ausgaben. Das ist eben das Thema Bildung, das ist das Thema Forschung und das ist das Thema Innovation. Ich glaube, wenn wir es schaffen, das zusammenzubringen, dann ist Österreich, wird Österreich, die Steiermark, wirklich zum Best Place to be born, also zu einem Ort, der weltweit führend ist und ich glaube, das sollte insgesamt auch unser Anspruch sein. Genau. Wir sagen, die Richtung stimmt, aber es dürfen keine weiteren Reformen mehr verschoben werden. Und Generationengerechtigkeit bedeutet für uns, fair ist eine Abgabenquote halbe-halbe und dann bleibt für alle genug übrig. Und Effizienzsteigerung ist halt natürlich selbstredend. Wie wir es als Unternehmer leben, so sollte es auch die Regierung bzw. sollten es auch alle Abteilungen und Strukturen machen, dass sie einfach effizienzsteigernd arbeiten. Wir haben ja teilweise auch Vollbeschäftigung, also wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn jemand irgendwo vielleicht, wenn der Staat weniger Beamte oder Vertragsbedienstete braucht, die werden sicherlich auch bei uns in den Unternehmen unterkommen. Ja, vielen Dank einmal von unserer Seite. Gibt es Fragen von Ihnen? Bitte. Frau Schulze-Hensen-Politics, ich habe eine Frage bezüglich Goldplating. Inwiefern spielt das sozusagen dieses Goldplating von EU-Richtlinien in diesen Tax Freedom Day hinein? Inwiefern spielt das für Sie eine Rolle? Goldplating spielt natürlich eine große Rolle, wirkt sich auch automatisch aus. Also wenn man im Endeffekt das ordentlich betreibt und angeht, dann hat man natürlich auch positive Effekte, die man mitnehmen kann. Ja, die Domingenieure Freiberger Lebensschauer, ich weiß, die Frau hat ja diesbezüglich auch ein paar Vorschläge eingebracht. Genau. Es gibt ja von medienrechtlichen Sachen, die für Industriebetriebe genauso gelten, bis hin jetzt zum Datenschutz, sehr viele Punkte, die durchaus in den Goldplating-Bereich gehen. Was wünschen Sie sich sozusagen, was hier sozusagen entrümpelt wird? Oder auch gar nicht erst in neue Gesetzgebung? Ja, ich glaube, man muss einmal schauen, dass man mal versucht zu listen, was sind diese Goldplating-Bereiche. Es gibt sicher einzelne Bereiche, wo es
durchaus Sinn hat, höhere Standards als die EU fordert, einzuhalten. Aber wie Sie richtig sagen, in vielen Bereichen ist das, keiner weiß, glaube ich, so genau, wie das entstanden ist. Manche Beamten wollten oder manche Ministerien wollten vielleicht weiter Beschäftigung für ihr Personal haben oder was auch immer. Und so sind dann solche Goldplating-Themen und Gesetze reingekommen. Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass man mal listet, welche dieser Themen gibt es und dass man dann bewertet, wo kann man vielleicht einen Schritt zurück machen, ohne dass sich für die Menschen im Land eine Reduzierung des Service-Levels oder der Qualität ergibt. Und damit sind sicher, wie Sie richtig sagen, enorme Einsparungen auch erzielbar. Können Sie irgendwelche Zahlen dazu sagen? Oder haben Sie parat habe ich jetzt keine Detailzahlen dazu. Ist auch sehr schwierig, wahrscheinlich wirklich in eine belastbare quantitative Zahl zu bringen. Peter Zürk, ebenfalls Inside Politics. Ich habe mir das jetzt gerade kurz durchgeschaut. Das bedeutet ja, wenn man es jetzt Pi mal Daumen nimmt, dass Sie Realiter fordern, dass ungefähr, ich sage es mal, sagen, gegen etwa 100.000 Personen, Mitarbeiter, Vertragsbedienstete, Beamte, vereinfacht gesagt, aus der Verwaltung in die Privatwirtschaft zu transformieren sind, weil wenn sie die gleichen Leistungen haben, sie brauchen die gleiche Infrastruktur, die gleichen Schulen, wie auch immer, der einzige Hebel, an dem sie drehen können, ist faktisch, sind die Personalkosten der Verwaltung. Ne? Glauben Sie, dass Sie erstens irgendwelche Möglichkeiten, gibt es Gedanken, wie man das bewältigen kann, außer durch natürlichen Abgang oder wie auch immer, weil das ist in Wirklichkeit die Drehschraube. Ne? Weil wenn Sie sagen, Effizienz rauf, heißt das, Sie müssen irgendwo umschichten. Wie sehen Sie das? Vielleicht einen Zusatz, wir haben danach noch eine Pressekonferenz um 11 Uhr beim Kontrarium, wenn ich so sage. Der Pomukic erhält das Wort. Ne? Und vielleicht, wir werden dort die Frage anders stellen. Ne? Also ich glaube, es gibt in vielen Branchen, und gerade jetzt ist das ein Thema, suchen Unternehmen händeringend nach fachlich versierten Mitarbeitern und wir werden die in vielen Bereichen mittelfristig auch brauchen. Üblicherweise ist es auch so, wenn Sie sagen 100.000 Leute, einige dieser Leute würden wahrscheinlich auch auf die Idee kommen, selber ein Unternehmen zu gründen und das zu unternehmen und damit vielleicht auch wieder Arbeitsplätze schaffen und somit mache ich mir persönlich eigentlich keine Sorgen, dass diese Leute dann auf der Straße sitzen oder nichts mehr zu tun haben. Wenn die Rahmenbedingungen passen, gibt es für diese Leute ganz, ganz sicher Beschäftigung. Ich würde es nur per se nicht nur auf aufs Personal runterbrechen. Man muss ja dann schauen, wo werden stille Rücklagen gebildet aufgrund vom Steueraufkommen und so weiter. Und dann kann man auch dort de facto das eine oder andere Mal eine Steuerentlastung durchbringen, ohne dass es jetzt de facto auch irgendwo Personal betrifft oder sonstiges. Also Steueraufkommen hat ja nicht das Ziel, dass man sich irgendwo Gewinne anhäuft, der Staat, sondern es muss das Ziel sein, dass man den Staat weiterbringt. Und auch von daher sehen wir den Ansatz, dass durchaus Möglichkeiten sind. Natürliche Abgänge wird es natürlich auch geben im Staat. Und wie gesagt, es ist nicht das Ziel der Kündigungswelle. Loszutreten. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch, und ich glaube jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht in vielen staatlichen Bereichen einfach Dinge, die völlig unnotwendig sind. Ja, Beispiel bei mir daheim in der Gemeinde wird der Gehsteig gebaut mit großem Aufwand, auf dem gehen, ich schätze mir, 3 Leute. Für mich ist die Frage, braucht man sowas? Das Steuergeld ist halt da, man muss das irgendwie ausgeben, etc. Also da gibt es schon auf dieser Ebene auch sehr viele Stellhebel und Ansatzpunkte. Der Hauptpunkt ist da nicht zwingend das Personal. Also ich bin mir sicher, die Mitarbeiter der Baufirma und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, die das dann entsprechend erhalten, sehen wir sicher mal ziemlich anders. Ne? Aber die zweite Frage, die Sie ja gestellt haben, das zweite Aspekt, das Sie angeworfen haben, ist, dass man den Kuchen vergrößern kann. Welche Ideen haben Sie, dass eigentlich das, was Sie jetzt, was man eventuell frei spielen kann, dass man das eben auch tatsächlich bei F&E bei rentablen Investitionen allokiert? Wie soll das funktionieren? Sollen da Leute neuartig angeleitet werden, sich zu beteiligen, auch verschiedene Formen von Bürgerbeteiligung, oder wie soll das Geld dorthin kommen? Ist das nur die Ersparnis, weil die Mitarbeiter, nach ihrer Rechnung zahlen die Firmen ja gleich viel weiter. Ne? Das heißt, der Mitarbeiter
aber es bleibt dem Mitarbeiter mehr. Damit hat der Mitarbeiter mehr Geld. Mhm. Sie haben gesagt, damit der Kuchen größer wird, müssen wir effizienter werden. Geht davon aus, die österreichischen Mitarbeiter sind nicht so ineffizient. Das heißt, man muss eigentlich jetzt das... Ich habe jetzt hauptsächlich vom Staat gesprochen, ja, und nicht von den Mitarbeitern. Ja, an sich, die Mitarbeiter werden ja schrittweise effizienter. Also das, was eigentlich Sie jetzt ersparen, ne? Pro Mitarbeiter muss sich ja, muss ich dann einen Weg finden, in irgendeiner Form in F&E allokiert zu werden. Ne? Genau, wenn die Unternehmen den Spielraum gewinnen, und dazu gehört zum Beispiel die Reduzierung der Körperschaftssteuer auf die Hälfte für nicht entnommene Gewinne, werden sie sich neue Geschäftsfelder suchen, werden investieren, werden dadurch neue Arbeitsplätze schaffen. Die Leute, die dann dort arbeiten, werden wieder Steuern zahlen in entsprechendem Umfang und dadurch wächst der Kuchen. Was auch ein Punkt ist, ich habe deswegen nochmal zurückgeschaltet, wir reden vom Volkseinkommen, vom Einkommen von Haushalten und das Einkommen von den Betrieben. Das heißt, wenn wir das Einkommen von den Betrieben steigern, das können wir machen über die Wettbewerbsfähigkeit, dann haben wir automatisch ein höheres Volkseinkommen und das könnte durchaus auch mit gleich viel Personal passieren. Das heißt ja nicht per se, nur weil ich einen Umsatz steige in einem Unternehmen, dass ich mehr Personal unter Anführungszeichen brauche. Auf der anderen Seite ist es auch so, durch eine höhere Qualifizierung, wie der Herr Freiberger gesagt hat, deswegen ist ja der Faktor Bildung so wichtig. Durch die höhere Qualifizierung steigt ja automatisch auch wieder das Haushaltseinkommen, weil die MitarbeiterInnen automatisch in eine höhere Gehaltsstufe kommen. Und diese beiden Dinge zusammen schafft man eben nur über Wettbewerbsfähigkeit, über Innovation. Ich weiß, das Wort ist zwar schon abgedroschen, aber wir müssen schauen, dass wir als Österreich, wir sind in Nischen stark und diese Stärke sollten wir weiterhin ausbauen, zumindest erhalten. Und um das geht's. Und ich selbst, ich produziere zum Beispiel Elektromagnete, ich konkurrenziere mich da direkt mit chinesischen Produkten. Aber es ist uns jetzt zum Beispiel auch wieder gelungen, eine Produktion nach Österreich zu bringen. Damit steigert man nicht nur den Umsatz vom Unternehmen, sondern auch automatisches Volkseinkommen. Und darum geht es mir. Also mir persönlich ist enorm wichtig, dass wir eben den Produktionsstandort Österreich einfach auf Niveau halten und noch einmal steigern können. Man vergleiche das ganz kurz mit England. Brexit ist ja sowieso bekannt, aber die sind sehr von der Finanzwirtschaft abhängig. Die tun sich halt wahnsinnig schwer, wenn dieser Block wegfällt, was tun sie dann auf der Produktionsseite? Also deswegen sagen wir auch Stärkung der Realwirtschaft und nicht Stärkung der Finanzwirtschaft. Gut, weitere Fragen? Dann sagen wir Dankeschön, wünschen wir noch einen schönen Tag und freuen uns, dass wir, wenn wir uns spätestens nächstes Jahr wiedersehen. Und ich hoffe, dass es früher wieder passiert. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.